Das ist die klassische Kunst. Ne? Sie können sich vorstellen, wie einem klassischen Künstler zumut ist, der jahrelang gelernt hat, ne? dass er das malen kann, ne? Mit Perspektive, mit Farbe. Und dann kommt jemand und nimmt das Klavier, steckt Gegenstände rein und sagt, das ist Kunst. Sie sehen den Bruch, ja? Da kann man nicht wegleugnen. Ne? Der Bruch ist da. Aus klassischer Sicht sagen wir, das ist keine Kunst. Ja? Und aus unserer Sicht sagen wir, das ist Handwerk. Ja? Aus unserer Kunst ist das Handwerk, das kann jeder machen. Ne? Aber die Klassiker sagen, das kann jeder machen. Ne? Das ist der Konflikt der Moderne. Wie Sie wissen, hat im 19. Jahrhundert durch den Impressionismus begonnen, die Gegenstandswelt aufzulösen. Das war das erste Mal so, wie die impressionistischen Bilder aufgetaucht sind, haben die Kritiker sich beschwert und gesagt, das sehe ich ja keine Menschen, das sehe ich Dasch. Dasch heißt auf Österreich Flecken. Das später rausgekommen, der Bündner, der Schiss der 50 Jahre. Die haben gesagt, die tun ja nur mal, die zeigen ja nicht sozusagen die Wolken als Wolken, sondern die zeigen, dass sie Wolken mit Flecken machen. Ne? Da haben die Künstler angefangen, die Mitteldarstellung in der Vordergrund zurück. Die Wolke wurde zurückgedrängt. Ja? Die haben dann nicht mehr gesagt, das ist ein schöner Mund, sondern gesagt, das ist ja nur mal ein roter Farbfleck. Ne? Die Farbe kam da vorne und die Farbe hat sich dann von der Lokalfarbe getrennt, der steht hier, ist zur absoluten Farbe geworden und hier ist nur mehr die Farbe als Farbe. Der erste, der das gemacht hat, 1921 in Rodchenko, ja, dass diese drei Bilder der Kunden gerichtet werden. Auch so schlau wie auch immer noch war, das ist das erste Mal der Monochromie und die Malerei kann ja gewissermaßen nicht sterben, sondern sie wiederholt sich jetzt endlos. Wir haben heute noch 100 Jahre Monochromie, immer wieder monochrome Gemälde. Ne? Also, aber die Begriff war eben, der hat damals gesagt, Rodchenko, das Ende der Darstellung. Nur der Wünsche, aus der alten Klasse Künstler, ist das Ende der Kunst. Sie haben die nicht entwickelt. Ja? Die Feinheit der Perspektive nicht, um die Welt darzustellen können, mit der malerischen Mittel. Heute sagen die Künstler, wir brauchen das gar nicht mehr. Wir brauchen keine Mittel mehr, wir stehen die Wenigkeit als Wenigkeit aus. Ja? Das sehen Sie, kann man aus der Perspektive der Vergangenheit sagen, moderne Kunst ist die Selbstauflösung, die Selbstauslöschung der Kunst, weil sie die Mittel sind. Gar nicht mehr in der 1913, wir sehen Sie das Schema, exakt 1913 hat Malevich das erste Mal das schwarze Quadrat gemalt, gezeichnet. Ja. Exakt 1913 hat sich Deschamps eigentlich nur oben dieses Fahrradrad. Das klingt so. Sie sehen hier die Gegenstandswelt, hat 1913, die abstrakte Welt. Und das ist ganz eindeutig, diese Maler haben entwickelt ein Vokabular, die haben auch dann die Bücher, sind dann ausgewählt, wo sie das genau beschreiben. Die Mittel werden nur als Mittel dargestellt. Linie, Punkt und Fläche, ja. Ein Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente, das heißt das. Sie haben nicht die malerischen Elemente benutzt, um die Welt darzustellen, wie die klassische Kunst, sondern die malerischen Elemente haben sich selbst dargestellt. Also die Selbstdarstellung der Darstellungsmittel ist das, was wir abstrakte Kunst nennen. Ich kann nur ein paar Beispiele zeigen.